der geht auf dieses kleine Dreieck da steht Eingabehilfe und da findet man alle Befehle gruppiert, die in GeoGebra möglich sind. Ja, nur als Beispiel bei der Wahrscheinlichkeit sind sehr viele vordefinierte Befehle schon, die ganzen Inversverteilungen und so weiter und so fort. Oder jetzt aus der Logik liegt im Bereich. Und jedes Mal, wenn ich einen Befehl anklicke, kriege ich kurz die Syntax hat er dann dazu. Ja? Die eigenen Werkzeuge sind da nicht drin. Alle mathematischen Funktionen, die man so braucht, sind auch erinnern. Ja, ihr seht alle möglichen Gamma-Funktionen und so weiter, was man braucht oder auch nicht braucht, bis hin zu Logik-Sachen oder Listenmanipulationen. Also es ist schon sehr, sehr mächtig geworden jetzt von den Befehlen. Ich habe keinen Überblick mehr, wie viele Befehle es sind, ob es 200 sind oder 500, keine Ahnung. Viele kenne ich nicht. Und eins sage ich über recht gern, damit man sieht, wie sich das entwickelt hat. Irgendjemand wollte unbedingt den Befehl, wo ist er? Da ist er. Handelsreisenden-Problem haben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal kennengelernt habt, das ist Traveling Salesman-Problem, ja. Und das ist jetzt einfach eingebaut. Liste von Punkten und ich kann den Befehl verwenden und er gibt mir automatisch den kürzesten Weg, außer wie ich diese einzelnen Punkte begeben kann. Ja. Aber es sind wirklich Dinge dabei, von denen ich mein Leben noch nie gehört und die werde ich mein Leben nie brauchen. Zum Beispiel Voronoi, die Sache. Gibt es bitte irgendjemanden, der mir das erklären kann, was das ist? Oder wo man das braucht, ich kann es euch zeigen, geschwind, ja. Aber vielleicht dann später. Gut, gehen wir noch geschwind die lineare Optimierung an. Ich habe, wo habe ich es da? Fünf Gleichungen, die ich eigentlich jetzt noch da reinschmeißen kann, diese sogenannten Nicht-Negativitätsbedingungen, um diese schöne Zeichnung, die man bei der linearen Optimierung immer macht, auch jetzt da durchzuführen. Ihr könnt wirklich die Ungleichungen eingeben, x soll größer als 0 sein, dann kriege ich mal den ersten Bereich, die erste Halbebene. Ja, ja, genau. Achso, gleich könnte man jetzt auch noch dazu nehmen, ja, stimmt. Größer gleich. Ihr könnt es wirklich reinschreiben, größer gleich, so wie man spricht, dann kriegt man das größer gleich. Der Unterschied ist eher ganz ein schöner, aber der Darstellung gleich wird es durchgezogen, nur größer wird eine strichlierte Linie gemacht. Ah, eine unglaublich tolle Realisierung grafisch. Y größer gleich 0. Dann kriege ich die nächste Einfärbung. Dann habe ich eben zum Beispiel x plus 2y kleiner gleich 120. War eine weitere Eingabe. Oder eine weitere Sache, die man ausgeschaut hat. 4x plus 3y kleiner gleich 330. Rauszoomen, damit man das überhaupt sieht. Und eine Gleichung war x plus 4y kleiner oder gleich 200. Und dann haben wir unseren Bereich schön realisiert. Nur mal diese tolle Funktionalität des Drag and Drops von Texten, ja, es geht auch mit mehreren. Ich brauche nur alle markieren. Mit Steuerungstaste oder mit der gedrückten Shift-Taste kann ich alle auf einmal markieren und dann ziehe ich das gesamte Objekt in die Zeichenfläche und ich kriege einen Text, wo alles drinnen steht. Ja. Also das ist mein absolutes Killer-Lieblingsfeature von GeoGebra, dieses Drag-and-Drop-Funktionalität. Alle markieren mit Steuerungstaste, alle noch drei anklicken oder das erste anklicken nur mit der Shift-Taste, so wie man es auch im Explorer macht, kann man auch alle markieren. Ja,
Wie kommt man das Problem jetzt angehen, um einen Schüler klar zu machen, was geht es bei der linearen Optimierung? Ich habe das mal so realisiert, es geht um, um diese ISO-Gewinngeraden oder wie man es halt so nennt. Und die habe ich mit, nehmen wir einfach x plus y ist gleich, das sollte maximal werden. Dann zeichnet man einfach ein x plus y ist gleich 0, also jene Ursprungsgerade, die man das darstellt. Und grafisch löst man ja das Ganze, indem man den maximalen Abstand sucht. Ja? Das heißt, wo das da eigentlich am Maximum wird. Jetzt lasse ich das da geschwind noch so stehen und mache Folgendes. Ich generiere mir einen Punkt, einfach. Jetzt gibt es ein kleines Problem bei Punkten, die ich jetzt im Nachhinein draufklicke auf die Ungleichungen. Ja? Sobald ich einen Punkt nämlich jetzt da draufklicke, macht es mal nicht mit, schaut mal, was passiert. Wenn ich jetzt einen Punkt da reinklicke, dann passiert Folgendes. Er wird an den Rand gedrängt. Ja, das hat interne Gründe, wieso der Punkt auf einmal dann auf der X-Achse ist, weil dieser Punkt liegt jetzt auf dem B drauf, auf Y größer 0. Das heißt, er liegt auf der Grenze drauf. Das ist ein bisschen lästig. Ja, ich möchte dann komplett freien Punkt haben. Jetzt mache ich das, weil es mir passiert ist, so, es gibt, habe ich gestern auch schon mal erwähnt, ein Tool, dass ich das wieder loslösen kann. Und zwar, das heißt, da unten Punkt anhängen, loslösen. Das ist auch eine super Sache, wenn ich mal ausnahms- oder zufälligerweise, unabsichtlicherweise einen Punkt irgendwo hingesetzt habe, dann kann ich den da wieder komplett frei kriegen. Oder ich definiere mir von Haus aus gleich einen Punkt, A ist gleich, ich schreibe eine, das wird an der Stelle 20/20 sein, dann ist er komplett frei. Macht das bitte, dann haben wir jetzt einen Punkt, den ich komplett frei bewegen kann in meinem Bereich. Einfach einen Punkt definieren. Punkt, Klammer 2020. Ah ja, jetzt geht's hier. Und was suche ich? Ich suche den maximalen Abstand. Den lasse ich mir jetzt auch nur einzeichnen und ausrechnen. Und da nehme ich auch ein lustiges Werkzeug aus der Geometrie. Das gibt's auch schon lange. Abstand oder Länge. Ja. Das ist da hinten bei Winkel gefunden. Und jetzt kicke ich an, Abstand oder Länge. Ich kicke an B. Und die Gerade. Der Abstand von B zur Geraden. Und es wird ein Text erzeugt, der wunderschön wieder ausgeführt ist. Also das finde ich so klasse, dass das so realisiert ist. Mit BF, Streckenzeichen drüber, ist 47,92. Und jetzt kann ich im Endeffekt den Punkt B verschieben und sehe, wo kriege ich denn einen Maximalwert aus. Nimmer. Dann klick nochmal da auf Punkt anhängen, loslösen und klick nochmal den Punkt B an, damit wir es jetzt frei verschieben können. Bis dahin verschiebe Werkzeugmodus drinnen. Und dann kann man jetzt eben ausprobieren, okay, wo kriege ich denn das Maximum heraus? Rechnerisch wird es jetzt ein bisschen interessanter, ja, weil rechnerisch ist mathematisch nicht möglich, dass ich Ungleichungen schneide, das geht ja nicht. Da muss ich jetzt die Gleichungen dahinter wieder erstellen und die Gleichungen miteinander schneiden. Aber das kann man ja dann vielleicht in einem zweiten Fenster machen. So ist, glaube ich, der Zugang in der Schule, dass man praktisch mal die Ungleichungen hat. Mein Zuständigkeits- oder Zulässigkeitsbereich ist da herinnen. Das, was am dunkelsten ist, ja. Man kann Folgendes machen, jetzt zeige ich die Datei, die ich da vorbereitet habe, und dann gleiten wir schon langsam in die Pause über. Damals. Das ist jetzt eine Datei, die ich mir für diesen Zweck einmal vorbereitet habe. Wo ich praktisch, ihr seht nur mal die Geraden, die habe ich mir da jetzt auch nochmal einzeichnet und habe diesen Zulässigkeitsbereich, ja, einfach über die Schnittpunkte noch einmal definiert. Also ich habe mir die Schnittpunkte ausrechnen lassen, die sieht man da jetzt gar nicht mehr als abhängige Objekte. Mentoring, Schriftgröße wenn größer.
Dann habe ich im Endeffekt da ein Vieleck konstruiert. Es geht da rum über Vieleck. Ich habe einfach die einzelnen Punkte durchgeklickt, habe ein Vieleck gemacht. Und dieser Punkt da, der ist jetzt wirklich, da bin ich nur frei, wundert mich gerade. Da mal geschwind anhängen an das Vieleck. Den kann ich jetzt auf das Vieleck drauflegen. Punkt in, kommt man da machen. Und dann kann ich ihn wirklich nicht mehr ausschirmen. Also jetzt passiert es, dass ich nicht mehr nach außen schirmen kann. Okay? Das heißt, jetzt bleibe ich nur mehr in dem Vieleck drinnen, in dem Zulässigkeitsbereich, wo der Abstand am größten ist. Ja? Also das ist so eine Sache, wo man das ein bisschen noch optimiert. Ja? Ist nicht so schlecht, wenn die Leiter drin. Die Schnittpunkte habe ich da jetzt konstruiert. Das sind Hilfspunkte. Ich zeige da vielleicht noch mal. Da hinten seht ihr, das sind die Hilfsobjekte, die Punkte. Da sind dann nochmal die Geraden definiert. Ja, die habe ich da nochmal rausgelesen. Es ist halt, manche Sachen gehen nur über Workarounds. Das heißt, dass man einfach ein bisschen überlegt, wie kann ich das jetzt implementieren. Aber das Wichtige ist zum Schluss, ich habe eine Datei, die genau das macht, was ich möchte. Ja. Die genau das macht, dass die Schüler herumexperimentieren können, wo wir denn den maximalen kriegen. Andere Leute machen es wieder anders, ja, und besser. Es ist halt einfach auch so, wie ich arbeite. Es gibt mittlerweile, und jetzt, das ist ab.